Moin, Niki Dirks. Wir machen weiter hier in meinem Buch. Wenn ich nur wüsste, wer ich bin, falsch verdrahtet. Und ich bin jetzt hier tatsächlich mal stehen geblieben in diesem Thema maligne Psychopathen-Psychopathie, weil da einfach im Internet auch unglaublich viel immer diskutiert wird und weil viele Leute immer gleich im Wort führen, oh, das ist ein maligner Psychopath. Nee, ist er nicht. Also hoffentlich nicht. Also maligne sind wirklich die allerallerwenigsten. Wie gesagt, 1 bis möglicherweise schon 2%. Und das ist das, was ich hier jetzt mal schildere, damit das einfach auch mal in den richtigen Kontext kommt. Ne? So, hier in meinem Buch beschrieben, Matrix des Irrsinns. Warum habe ich diesen irren Ted Bundy hier so ausführlich behandelt? Weil er das Paradebeispiel eines malignen Psychopathen ist. Und dabei dennoch so weit weg von den normalen Psychopathen, mit denen wir es ja oft zu tun bekommen. Und viele Dinge, die er an sich hatte, zeigen die normalen Irren nämlich genauso auch, ja? Sie leben in totaler Selbstüberschätzung, sie können die Realität und ihre eigenen Fähigkeiten gar nicht richtig einschätzen, sie manipulieren, sie lügen, sie erzeugen ein Drama, sie schaden anderen und sie wissen auch nach kürzester Zeit nicht mehr, was sie alles gesagt haben und warum. Sie übertreten Grenzen, sie fühlen sich gut damit, beziehungsweise sie bemerken es gar nicht oder sie sehen es als Macht, ja, in den Raum eines anderen hineinzugehen und dort einfach sich etwas zu nehmen. Sie sind immer auf der Suche nach ihrem Kick. Ne? Sind vollkommene Egomanen und sie spielen Theater, sie tun sympathisch, sie schieben die Schuld auf andere, sie spielen die Folgen ihrer Handlungen herunter und bestreiten zur Not alles, verschieben die Schuld, wenn es sein muss, auf andere oder auch auf die Opfer. Sie stellen sich selbst theatralisch als Opfer dar und. Ich habe mit diesem Härtefall hier angefangen, weil wir auch mit dem Borderliner voll bei den Persönlichkeitsstörungen einsteigen müssen. Und der Borderliner ist so ein kleines bisschen sozusagen die kleine Schwester von Ted Bundy, aber ohne Brecheisen unterwegs. Ne? Inzwischen hat man die Klassifikation seelischer Störungen in Form von Persönlichkeitsstörungen in weltweiter Übereinkunft geordnet. Vor allem aber auf einige wenige, dafür aber konkrete Krankheitsbilder gestraft. Zumeist haben sie nichts an ihrer negativ empfundenen Basis verloren. Aber es wird jetzt auch deutlicher, dass bei diesem Leiden nicht nur böse, sondern zumindest auch sehr hilflose Krankheiten hier im Vordergrund sind. Gleichwohl, das Böse überwiegt für die Opfer meistens nach wie vor. Das ist eine Wertung, die die Psychiater nicht gelten lassen möchten, aber man wird sich schwer tun als Opfer, die es erlebte, irgendwie schön zu reden. Ja? Und die härteste und gewissenslose Fraktion, das sind die Psychopathen, die malignen Psychopathen. Und das Wort darf wegen der Stigmatisierung eben nicht mehr verwendet werden. Das nennt man heute so schön Persönlichkeitsstörung. Psychopathen, die auch heute noch so genannt werden, sind Patienten, die jeden vertretbaren, tolerierbaren und verstehbaren Rahmen sprengen. Ihre unfassbare, fühllose Wesensart, gnadenlose Ausbeutungsstrategien, parasitäre Lebensmodelle, das sind die Folgen für ihre Opfer. Psychopathen sind soziale Raubtiere, die sich mit Charme und Manipulation skrupellos ihren Weg durch das Leben anderer pflügen. Die Mehrzahl ist extrem raffiniert. Und sie sind über alle gesellschaftlichen Bereiche verteilt. Es handelt sich um ein tief eingewurzeltes Fehlverhalten mit starker Ausprägung bestimmter Merkmale, sodass sich ernsthafte Leidenszustände und Konflikte ergeben, also für die Opfer, nicht für die Täter. Die Diagnose ist nicht immer leicht, weil die Grenzen zur grenzwertigen Persönlichkeit, zur Neurose, zur Psychose, der posttraumatischen Belastungsstörung, dem Schädeltrauma und sogar überschießenden Stressreaktionen wie einem sehr schweren Burnout oder auch der Reaktion auf unverarbeitbare Schicksalsschläge sind fließend. Alles, was die Seele erschüttert.
Das Abnorme in der Psychopathie besteht darin, dass der Erkrankte unter seiner Charakterstruktur nicht zu leiden pflegt und das gar nicht mitbekommt. Die Schuld dafür überwiegend bei allen anderen positioniert. Das Leidenspotenzial mit der Umwelt in seiner Auseinandersetzung mit der Persönlichkeitsstörung ist unbestritten. In der Mehrzahl der Fälle ist es eine Last für alle anderen. Man fragt sich als Opfer zwangsläufig irgendwann, wie kommt so ein Subjekt zustande? Und weil das nicht zweifelsfrei beantwortet werden kann, haben wir uns geeinigt auf die sogenannte mehrschichtige Entstehungsweise, sprich hirnorganische Faktoren, angeboren oder erworben, psychosoziale Faktoren, Gewalterfahrung, Schicksalsschläge, Rückkopplung, Drogen und, und. Psychopathen werden statuiert als starr, uneinsichtig, unflexibel, situationsunangepasst, unbeeindruckt von realen Gegebenheiten, unbeeindruckt und uninteressiert an den Konsequenzen konfliktträchtigen Handelns. Extrovertiert, eher übertrieben, zugewandt. Projektion eigener Gefühlszustände und Verursachungen auf die Umwelt, auf Beziehungspartner. Reagieren rücksichtslos alle inneren Spannungen an anderen ab, fühlen sich aufgrund der Projektion aber sicher, weil sie ja nur reagieren mussten. Sind ja an nichts schuld. Das ist aber leider, unter uns gesprochen, auch das gleiche Verhalten, das die normalen Persönlichkeitsgestörten, wie ich sie nenne, an sich haben. Und zwar zuvorderst die Instabilen und auch die Borderliner. Und der Leidensdruck des Umfeldes ist auch hier absolut unbestreitbar, da sie, mehr oder weniger bewusst, unser geregeltes Leben stören, aushebeln und manchmal sogar zerstören. So ist das Leben, unser Leben, zu aller Zeit und auch in Zukunft. Es wird sicher auch nicht besser. Das sagen die Experten, wie Dr. R.D. Hare, der führend in der Erforschung der Psychopathologie ist. Und das sind Leute, die sich jeden Tag mit solchen Unwesen rumschlagen. Sie sagen aber auch tröstend, wir wissen immerhin jetzt, was das für Menschen sind, wie sie vorgehen und wie man sie erkennen oder zumindest im Einzelfall neutralisieren kann. Das Wort kann weise sie hierbei allerdings jedem Betroffenen seine eigenen Grenzen zu. Sie sagen, Experten, resigniert, wir werden ihnen niemals das Handwerk legen. Sie gab es, sie gibt es und sie wird es immer geben. Tragischerweise auf den ersten Blick sind es ja Menschen wie jeder andere auch. Und was dann folgt, ist entweder Glück aus Erfahrung und Wissen oder Schicksal in der Erleidensform. Man kommt ihnen heute aber eher auf die Spur, auch weil wir alle immer besser informiert sind. Dennoch ist die Dunkelziffer unerkannter Opfer extrem groß und es wird sie auch bleiben. Schon vor 10 Jahren schrieb Dr. R.D. Hare in seinem Buch Gewissenlos, die Psychopathen unter uns, ich tue mich schwer, ein Buch zu schreiben. Über die Allgemeinheit ist in den letzten Jahren in dramatisch zunehmendem Maße die Machenschaften und Verheerungen von Psychopathen, also Subjekten, die über eine Wesensart, die zum Fürchten ist, verfügen, ausgesetzt gewesen. Diese Subjekte sind clever, raffiniert, mit allen Wassern gewaschen. Selbst die Akteure der Strafjustiz und Psychiatrie, deren Arbeit sie täglich mit diesen Psychopathen in Berührung bringt, haben oft nur ein geringes Wissen darüber, mit welcher Art von Menschen sie es dort überhaupt zu tun haben. Uff, maligne Psychopathen. Auch er ist resigniert. Ja, das klingt an, ne? Es ist nicht überraschend, dass viele Psychopathen Verbrecher sind. Vielen gelingt allerdings mit Charme, Manipulation oder chamäleonartiger Anpassungsfähigkeit der Justiz zu entgehen. Man muss feststellen, dass in diesen Menschen genau diese Qualitäten fehlen, die es ermöglichen, mit ihnen in Harmonie zusammenzuleben. Und er sagt auch, so beunruhigend das ist, dürfen wir aber dennoch den größeren Zusammenhang nicht aus den Augen verlieren. Die meisten Psychopathen spielen ihr böses Spiel, ohne dabei Menschen umzubringen.
Er wird dich auswählen, er wird dich mit seinen Worten entwaffnen, er wird dich einwickeln und er wird sich allein durch seine Gegenwart zu steuern versuchen. Er wird dich erfreuen mit seinem Witz, seiner Präsenz und seinen Plänen. Du wirst Spaß mit ihm haben. Er wird dich anlächeln und er wird dich täuschen. Wenn er fertig mit dir ist, wird er dich verlassen, dir deine Unschuld, deine Ressourcen und deine Würde nehmen. Psychopath. Frustriert sagte er, wenn ich das heute nochmal bin, wäre ich nicht in die Forensik gegangen, sondern an die Börse. Da hätte ich die ganzen Irren gleich mal live studieren können. Das widerwärtigste Problem ist eben, dass die Kranken, die so tun, als wären sie normal, Tag ein, Tag aus versuchen, uns in ihren Irrsinn mit hineinzuziehen und uns zwingen, uns ihrem Wahnsinn unterzuordnen. Er tobt seine ganze liebliche Pampigkeit, seine Genervtheit, seine Aggression und seine ganze schlechte Laune tagtäglich rücksichtslos an uns aus. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste und ohne jedes Einsehen in sein destruktives Handeln. Wir machen für sie aber auch nur schon wieder aus jeder Mücke einen Elefanten und legen alles auf die Goldwaage. Es geht doch um gar nichts. Hare nennt sein diagnostisches psychologisches Werkzeug für die Irren die sogenannte Psychopathie-Checkliste, kurz PCL. Sie wird seit einem Vierteljahrhundert nun schon weltweit eingesetzt und gilt als halbwegs zuverlässig. Es geht darum, die echten Psychopathen von denen zu unterscheiden, die uns lediglich mit ihrem sozial abweichenden Verhalten belasten. Meine unwesentliche Meinung dazu ist, mit sozial abweichendem Verhalten zu belasten, heißt immer, dass jemand gestört ist. Wo auch immer, an der Persönlichkeit oder er ist gestört. So was tun nur Psychopathen, in welchen Abstufungen auch immer. Ich meine, wir machen das ja auch nicht. Oder? Die wichtigsten Symptome der Psychopathie nach R.D. Hare. Emotional zwischenmenschlich. Heuchlerei und Oberflächlichkeit. Egozentrik und Grandiosität. Mangel an Reue oder Schuldbewusstsein. Mangel an Einfühlungsvermögen und Empathie. Hinterlist und Manipulation. Verflachtes oder fehlendes Gefühlsleben. Abweichendes Sozialverhalten. Impulsivität und Unbeherrschtheit. Ausagieren negativer Stimmung an Unschuldigen. Sucht nach Erregung, nach einem Kick, nach Adrenalin. Verantwortungslosigkeit. Abwehr von Verantwortung. Gestörtes Verhalten, war bereits als Kind auffällig. Negativ abweichendes Sozialverhalten. Hare warnt jedoch davor, diese Informationen leichtfertig zu nutzen. Eine Diagnose, und sei sie angeblich noch so eindeutig, erfordere immer eine gezielte Schulung. Psychopathie sei eine einheitliche Kombination bestimmter Symptome, die so zueinander passen müssen, dass daraus ein akzeptierter Krankheitsbegriff entsteht. Er sagt aber auch, ein Werkzeug ist immer nur so gut wie sein Benutzer. Und komisch ist, dass alle unsere normalen Psychopathen, die wir hier aber ja ordnungsgemäß Persönlichkeitsgestörte nennen wollen, genau dieses Verhalten zeigen. Sie zeigen alle eine einheitliche Kombination bestimmter Symptome, die zueinander passen. Und da brauche ich auch keine Schulung, um ein negativ abweichendes Sozialverhalten, fehlende soziale und emotionale Intelligenz, mangelnde Empathie zu diagnostizieren. Ich bin ja das Opfer dieser Verhaltensweisen. Und das merke ich wohl gerade noch. Die PCL ist auf die Persönlichkeitsgestörten abgestuft, absolut anwendbar. Und zwar in jedem einzelnen Punkt. Wir werden uns noch damit beschäftigen. Und die Psychiater stolpern über ihre eigenen Regeln. Zum einen sollen sich die seelischen und geistigen Charakteristika so eindeutig darstellen wie nur irgend machbar. Zum anderen ist es aber gar nicht möglich, weil der Mensch eben stets so unterschiedlich angelegt ist und sich dabei auch noch in einem wechselnden Umfeld anpassen und behaupten muss. Die individuelle Persönlichkeitsstruktur hat nur ein Grundmuster
das klar erfassbar ist. Und dann kommen da drauf die autobiografischen Abweichungen. Ulf. Wenn man das jetzt aufdröselt, sie sind heuchlerisch. Dabei aber auch geistreich, witzig, charmant, wortgewandt. Sie können amüsieren, unterhalten, schlagfertig sein, sehr treffende Komplimente machen. Einige sind sogar sehr charismatisch, elektrisierend. Sie besitzen eine faszinierende Ausstrahlung, siehe Ted Bundy. Sie können sich sogar als Experten verkaufen. Häufig sind sie extrem liebenswert. Nichtsdestotrotz heucheln sie das nur, weil sie gar keine tiefen Gefühle kennen und nur imitieren. Sie verraten sich dem Kenner, weil sie kein Maß haben und vorsichtshalber von allem zu viel auftragen. Aus der Reihe, mehr hilft mehr. Ich sag nur, Love Bombing. Sowas passiert ja auch in einer Freundschaft. Wenn Psychopathen Freundschaft aufnehmen, machen die ja auch ein Love Bombing. Sie sind grandiose Egomanen. Insbesondere Psychopathen besitzen ein narzisstisch aufgeblähtes Bild ihres Wertes und ihrer Wichtigkeit. Sie leben in einer Gewissheit, dass ihnen alles zusteht. Dass sie sich alles nehmen können und sehen sich selbst als Mittelpunkt des Universums. Als den anderen überlegene Wesen haben sie das Recht, nach ihren eigenen Regeln zu agieren und sich so allem zu bedienen, wie sie es für richtig halten. Steht ihnen einfach so zu. Psychopathen sind arrogante, schamlose Angeber, scheinbar extrem selbstbewusst, starrsinnig und dominant. Sie streben nach Macht und Kontrolle, sind nicht in der Lage, Kritik zu verstehen oder zu akzeptieren. Sie verfügen über etwas, das möchte ich mal amateurhaft eine narzisstische Resilienz nennen. Vorübergehende Rückschläge interpretieren sie ausschließlich als doof gelaufen. Pech, Schicksal, Mobbing, Unfairness, gesellschaftliches Versagen, kriminelles Handeln anderer, Dummheit etc. pp. Sie sind an nichts schuld. Da bleibst du gesund, wenn du an nichts schuld bist. Tatsächlich liegt es meistens daran, dass sie gar keinen echten Plan haben und gar kein Verständnis für nötige Qualifikationen und Fähigkeiten. Das wuppen sie alles schon doll, wie sie sind. Alle anderen hingegen geben alles, sind wirklich Experten und stabilisieren ihre marode Psyche über berufliche Erfolge, die auch beachtlich sein können. Es gibt auch sehr, sehr erfolgreiche Psychopathen. Aber wie sagten die Prinzen da schon, wir sind gut im Bett, leider nirgendwo sonst. Ja, also ein Psychopath, der gut im Beruf ist, ist meistens nur gut im Beruf und sonst echt nirgendwo. Ja, da ballert er alles rein, ne? Die Persönlichkeitsgestörten entbieten sich dem Kenner als Egoist damit, dass sie nicht zuhören können und auch nicht wollen. Die Redesucht krallt sich den Fokus und Geschichten werden havariert, ohne dass das bemerkt wird. Es kommt gar keine echte Beziehung in Gang. Das fällt aber nur dem Opfer auf. Einige von denen haben gar keine Gesprächspartner, sondern Geiseln. Ja? Außerdem imponiert ein hoher Ich-Anteil in den Erzählungen. Und es gibt die Unart, den Gesprächsfluss des anderen als Stichwortmaschine zu benutzen, als Trampolin. Ja? Und es fällt sofort auf, dass der nur senden kann, aber nichts nehmen. Nächster Punkt, Mangel an Reue und Schuldbewusstsein. Psychopathen stellen gelassen fest, dass sie von ihnen verursachte Schmerzen, Verluste, Zerstörungen ihnen nicht leid tun und dass sie das eigentlich auch gar nicht erkennen können, was sie damit angerichtet haben. Sie haben sich halt genommen, was sie wollten. Fertig. Und wenn sich da keiner wehrt, ja, so what, hat dann wohl keinen Arm getroffen. Ne? Was auch immer sie tun und sagen, berührt sie emotional nicht. Sie nennen sich Realisten und spielen sich sogar als Schicksalslehrer auf. Was ist das Opfer auch so doof? Das hat ein Psychopath gesagt vor Gericht. Da hat das Opfer, also er hat das Opfer umgebracht und sagte, da hat das Opfer aber was Wichtiges über das Leben gelernt. Ne? Das geht einher mit der Projektion, durch die sie alle Verantwortung nach außen transportieren und ihr Verhalten rechtfertigen. Sie scheuen auch nicht die klassische Täter-Opfer-Umkehr. Sie verdrehen die Tatsachen und Verursachungen so lange, bis sie reagieren mussten, bis sie das arme, wahre Opfer von wem und was auch immer waren. Ja? 1,95 Hünen behaupten vor Gericht mit coolen Augen, 1,56 Zwerge hätten sie so provoziert, dass sie einfach draufhauen hatten müssen.
Andererseits sind viele Psychopathen nicht dummen und lernen Reue spielen. Wenn es dazu nicht reicht, werden zumindest Blackouts, vorübergehende Unzurechnungsfähigkeiten, Amnesien zitiert. Manch einer schreckt auch nicht davor, mal kurz eine traumatische Kindheit zu inszenieren, denn er hat sich oft sehr sorgfältig informiert, wie er sich aus der Klemme manövrieren kann. Nächster Punkt: unzureichendes, fehlendes Einfühlungsvermögen, keine Empathie. Das ist vordergründig am charakteristischsten. Sie besitzen etwas, das nennt sich kognitive Empathie. Das heißt, sie haben uns studiert und analysiert und rechnen sich oft sehr folgerichtig aus, was als nächstes passieren könnte oder worauf der andere es ausgelegt haben kann und was er brauchen könnte. Sie haben oft eine feine Nase für die Schwächen anderer und nutzen diese schamlos aus. Sie können sich jedoch nicht in sie hineinversetzen oder einfühlen. Wir sind für sie nur Objekte, Zapfsäulen mit Augen, was auch die fehlende Reue erklärt, die ja gar keine Gefühle vorhanden sind. Und das Problem, der Kranke hat gar keine Gefühle, nur Emotionen, also Aufwallungen, Gefühlsbewegungen. Und damit hat er selbstverständlich auch keine Empathie. Ich meine, woher soll er die auch nehmen ohne Gefühle? Wenn er eine gewisse Bindung an den Partner oder an Kinder aufbaut, dann nur im Sinne von menschlichen Ressourcen. Und wenn die nicht liefern, dann droht psychopathische Strafe. Deutlich im Umgang ist immer eine gnadenlos praktizierte Gefühlskälte. Harris sagt, das mangelhafte Einfühlungsvermögen in die Gefühlswelt anderer ist eines der unfassbarsten Phänomene der Psychopathie. Ganz genau. Weil das macht das Subjekt nicht menschlich. Ted Bundy, unser alter Kumpel, ist ein Paradebeispiel für die Objektbezogenheit der Psychopathen, denn er war besessen von Besitz. Schon als Jugendlicher hatte er einen Hang zu Einbruch und Diebstahl und alles, was er je von Wert besessen hatte, war alles geklaut. Und darauf war er stolz. Die größte Belohnung für mich ist, dass ich das tatsächlich alles jetzt besaß. Haben. Das war meins. Das habe ich genossen. Losziehen und mir einfach nehmen, was ich haben wollte. Die Begierde zu besitzen spielte auch bei seinen Taten eine gewichtige Rolle. Er hatte das Bedürfnis gehabt, seine Opfer ganz und gar zu besitzen. Er sagte, die ultimative Form von Besitz ist es, einem anderen Menschen das Leben wegzunehmen. Und danach nimmt man den Körper in Besitz. Der gehört einem dann nämlich nun. Er zog eine tiefe, fast mystische Befriedigung aus dem Töten. Er hielt sich wahrscheinlich auch deswegen nicht für pervers, denn er hatte ja ein Anliegen gehabt. Ted nannte als Motiv: Du fühlst, wie der letzte Atemzug ihren Körper verlässt. Du siehst ihr dabei in die Augen. Und ein Mensch in dieser Situation ist Gott. Die Opfer, sie werden ein Teil von dir. Und du und sie, sie werden für immer vereint sein. Und der Boden, auf dem du sie getötet hast und sie versteckst, ist geweihter Boden. Es wird dich immer wieder dorthin zurückziehen, an diesen magischen Ort. Und so ist es ihm dann auch ergangen. Er war viele Stunden zurück an einen Tatort gefahren, hatte sich intensiv mit den Leichen oder mit dem Ablageort dort beschäftigt. Man braucht Ziele im Leben. Entschuldigung. Sie sind lügnerisch, hinterlistig, manipulativ. Psychopathen sind Naturtalente im Lügen, Täuschen, Manipulieren, Geschichten auftischen und Drama. Sie sind raffiniert, unehrlich, hinterlistig und böswillig. Werden sie ertappt, beginnen sie zu eiern und ändern an der Geschichte so lange herum und versuchen die Umstände so lange zu verbiegen, bis sie wieder irgendwie in diese krude Geschichte passen. Die Widersprüche verwirren Zuhörer, aber nur die wenigsten kommen dem Irrenhirschen auf die Spur, indem sie mal sagen: Moment bitte, du spinnst dir doch irgendwas zusammen. Machen wir nicht. Höflichkeitsgebot. Psychopathen empfinden in aller Regel keinen Stress, aber es spornt ihren Sportsgeist an, denn die meisten sind stolz auf ihr Talent, eine Mücke wie einen Elefanten aussehen zu lassen. Es ist eine Machtkomponente, jemanden etwas Unwahres glauben zu lassen. Nur mittels der puren Kraft seiner Persönlichkeit. Viele Psychopathen unterliegen dem Zwang, schon ganz automatisch zu lügen. Und das tun sie nicht mal aus Bösartigkeit oder aus Trickserei, sondern einfach, weil sie ein völlig zerstörtes Verhältnis zur Realität haben. Es ist ein Teil dieses narzisstischen Größenwahns,
dass sie glauben, sie könnten die Realität genau das bedeuten lassen, was ihnen gerade in den Kram passt. Die sehen Realität nicht als etwas Geschriebenes an. Die sehen Realität so, dass das gemacht wird. Jeden Moment wird das neu gemacht. Schöner Planet. Und so wie sie die Menschen auf ihrem Schachbrett hin und her schieben, so tun sie das auch mit Umständen, Wahrheiten, manchmal auch mit der Physik oder Biologie. Ja? Einige der angebrachten Manöver sind erstaunlich aufwendig, klug, ausgeklügelt, zumindest im Plan. Scheitern tut dann zumeist die Ausführung. Der heutige Mainstream spielt ihnen in die Hände. Man sollte seine Zeit nicht an menschliche Schwächen verschwenden. Man muss seine Vorteile wahrnehmen, wie sie eben fallen. Denn das heißt auch Überleben im Großstadtdschungel. Solche Dinge sagen Psychopathen. Sie haben ein verflachtes oder fehlendes Gefühlsleben. Wenn überhaupt ein Gefühlsleben vorhanden ist, ist es nur seicht. Auf dem lässt sich nichts aufbauen, denn es besteht keine soziale oder emotionale Intelligenz. Liebe wird mit sexueller Erregung und Traurigkeit mit Frustration und Wut gleichgesetzt. Das einzige Gefühl von Trauer, das Psychopathen kennen, ist der Frust und die Wut, wenn sie nicht bekommen, was sie haben wollen. Eine narzisstische Geschäftsfrau wurde gefragt, ob sie Trauer empfinden könne, und sie sagte, ja, Trauer kennt sie gut. Und sagte der Interviewer, können Sie mir bitte ein Beispiel geben für Trauer? Ja, wenn ich den Bus verpasse, dann trauere ich. Ja, hat nicht gekriegt, was sie wollte. Sie ticken in der emotionalen Reife wie Vierjährige. Bedürfnis erfüllt, alles Sonne. Bedürfnis verweigert, Krawall. So viel Krawall, bis Bedürfnis endlich erfüllt. Und dann wieder Sonne. So funktioniert für Psychopathen das Leben. Es ist ein reiner Machtkampf und der mit dem längeren Atem setzt sich schließlich durch. Alles, was drin ist, sind kurzlebige emotionale Ausbrüche, die sich bis in hochdramatische Szenen steigern. Kenner jedoch wissen, dass hier nur Theater gespielt wird. In der Sucht nach einem Adrenalinkick, in Sucht nach Geltung und sich durchzusetzen, in der Sucht nach Dominanz. Verräterisch ist, dass es an vegetativen Reaktionen, an emotionalen Färbungen gebricht. Da muss schon so ein bisschen Fachmannblick hin, ne? Biologische Zustände gehen mit emotionalen Zuständen einher. Das ist gekoppelt. Bei Gesunden, bei Psychopathen fehlt diese Kopplung. Schweißnasse Hände, Herzrasen, Kurzatmigkeit, große Pupillen, weiche Knien, Stottern, rote Backen, Zittern. Das haben Psychopathen nicht. Also achtet darauf, ob jemand in seiner Emotionalität tatsächlich authentisch ist, biologisch authentisch. Ich weiß, das kocht einen echt runter, aber wenn man schon Verdacht hat, sollte man da mal hingucken. Sie sind impulsiv und unbeherrscht. Das kennt jedes Opfer vom Psychopathen. Von jetzt auf gleich lässt er den Himmel anstürzen und das zumeist vollkommen ohne jeden erkennbaren Anlass. War ihm halt gerade nach? Hat er halt gerade mit dem entsprechende Laune zu? Ne. Diese Subjekte sind häufig unbeherrscht, zeigen heftige Reaktionen auf Kritik oder Disziplinierung, die mit Beleidigung und Herabsetzung gleichgesetzt wird. Sie sind ungeduldig, aufbrausend bis cholerisch, aggressiv und werden Frustrationen mit verbalen Attacken, Drohungen oder Gewalt kontern. Hierzu genügt bereits der kleinste auch nur erahnte Anlass, die kleinste auch nur erahnte Provokation. In der Regel stellen sie es hinterher als eine völlig natürliche Reaktion dar. Die war einfach nicht zu umgehen. Und egal wie eklatant die Ausraster sich dann wirklich abgespielt haben, sie werden so tun, zu versuchen, als ob nichts passiert sei, nichts von Belang. Psychopathen handeln generell nur von der Hand in den Mund und wägen Vor- oder Nachteile, mögliche Konsequenzen nicht ab. Darum möchten sie natürlich auch nicht mit den Folgen belästigt werden. Gewissenlose Psychopathen leben in den Tag hinein, denken nicht über die Zukunft nach und machen sich keine Sorgen. Sie ändern ständig ihre angeblichen Pläne, immer nach dem jüngsten Impuls
ohne überhaupt zu wissen, warum. Sie wissen weder, wer sie sind, noch wo sie hinwollen. Und sie hassen es einfach, sich festzulegen. Sie agieren ihre Stimmung an Unschuldigen ab. Ne? Darum sitzen wir hier eigentlich zusammen an diesem Kanal. Genau deswegen. Einerseits tun sie es über das Wirken der Projektion, mittels derer sie ihre negativen Gefühle in der Verursachung einem anderen, also uns, unterschieden. Und auf den haben sie ja nur zu Recht jetzt negativ reagiert haben. Sie mussten reagieren. Einmal aus dem blinden und dummen Impuls heraus, dass sie keine Selbstkontrolle haben. Und sie glauben, eine negative Wertung ihrer eigenen Person erhalten zu haben. Und dann auch aus einer Freude, und an der Macht, das Befinden eines anderen nach Wunsch negativ beeinflussen zu können. Ja? Und zum Schluss eben auch wegen des negativen Energiekicks, das im Streit ausgelöst wird und Adrenalin freisetzt, ne? Und sie belebt. Die haben keine Gefühle, keine Empathie, keine Moral, keine Ethik. Darum kommen ihnen natürlich auch keinerlei Einschränkungen in den Weg, sich hemmungslos in ihren Stimmungen an anderen auszuagieren. Ja? Und dazu gehört auch Gewalttätigkeit und aggressiver Durchbruch. Sie werden es immer so aussehen lassen, als sei das nur die verdiente Reaktion auf etwas, was vom Opfer ausgegangen ist. Sie sind an nichts schuld und haben nur reagiert. Sie haben die Sucht nach Aktivierung, Erregung, Kick. Alle Psychopathen haben ständige Sucht nach Adrenalin, nach einem Kick, nach Aktivierung. Viele rasen überwiegend auf der Überholspur dahin, gern auch nah am Abgrund. Und hier bieten sich als Assistenten Alkohol, Nikotin, Drogen, gerade wie Koks und Ecstasy, gerne an. Routine, Monotonie, Alltagstrott ist nicht vereinbar. Das Leben am Abgrund, Dinge zu tun, die riskant, aufregend, herausfordernd, besonders sind, das Leben intensiv zu leben, das ist heute schick und modern, darauf stürzen sie sich. Sie sind eben nicht der Mainstream. Sie langweilen sich schnell, sind unzuverlässig, impulsiv, haben keinerlei Selbstbeherrschung. Mit ihnen muss man rechnen. Mit ihnen ist nicht gut Kirschen essen. Sie nehmen sich ihren Platz in der Welt. Diese Welt gegen sich aufzubringen, versetzt sie sogar zumeist in eine unvergleichliche Hochstimmung. Adrenalin. Sie sind Junkies. Und sie sind angewiesen auf einen hohen Hormonpegel. Meiner Meinung nach haben sie diesen Pegel der hohen psychischen Stresslage in ihrer Kindheit schon angelernt bekommen. Und er ist ihnen als normal antrainiert worden. Wenn wir mal davon ausgehen, dass das ein Psychopath ist, der ein Opfer war vorher, ja? Es kommen ja Leute auch einfach bekloppt auf die Welt. Somit fühlen sie sich tot, wenn sie sich nicht irgendwo unter Strom stellen, so wie sie eben geprägt wurden und wie sie es eben gewöhnt sind. Weil sie selber außer über aufputschende Drogen und Gefahrenverhaltung den Pegel aber nicht hochhalten können, greifen sie in fremde Taschen und erzeugen dort dramatische Reaktionen auf sich selber, die sie dann genüsslich ausfressen. Im blindwütigen Zustand zapfen sie sich Massen an ihrem gewohnten Stoff ab, ja? Man kann es herunterbrechen. Nichts bedeutet ihnen etwas. Sie sind süchtig. Sie sind Süchtige. Sie agieren alleine in der Sucht nach ihrem Kick. So. Sie sind verantwortungslos. Ja, Psychopathen stellen ihre eigenen Regeln auf. Die lebenslange Kontinuität des egozentrischen, asozialen Verhaltens von Psychopathen ist wahrlich erstaunlich, sagt Dr. Professor Hare. Somit sind gewissenlose Psychopathen immun gegen Vereinbarungen, Verabredungen, Verpflichtungen. Dieses Verhalten ist unkurierbar und macht vor nichts Halt. Die meisten von ihnen sind wirklich nicht in der Lage, die eigene Verantwortung zu registrieren. Doch sie sind bei drohenden Sanktionen alle Meister da drin, andere dafür schuldig werden zu lassen oder sich irgendwie schnell zum Opfer zu stilisieren. Dazu gehören notorische Untreue, finanzielle, emotionale Vernachlässigung, Gewalt, Unverantwortlichkeit. Abzweigung von Ressourcen, Diebstahl von Ressourcen, Betrug, kriminelle Handlungen. Es ist jedoch vor allem der partnerschaftliche Bereich, der diese routinierte Verantwortungslosigkeit deutlich macht. Hare nennt die am häufigsten vom Psychopathen vorgeschobenen Entschuldigungen. Ich habe meine Lektion doch gelernt. Die Botschaft ist jetzt angekommen. Du hast mein Wort, dass das nie wieder vorkommt.
Gib mir eine letzte Chance. Es war einfach ein ganz großes Missverständnis. Bitte vertrau mir einfach. Im Kern verkaufen sie hier aber bloß scheinbare Einsichten als Entschuldigungen. Das ist alles nur Geblubber. Da steht nichts hinter. Es geht alleine darum, das Opfer zu beschwichtigen und dahin zu bringen, wieder an den Spieltisch zu kommen, um erneut Energie und Gefühle in sie zu investieren. Letzter Punkt. Sein gestörtes Verhalten war bereits als Kind auffällig. Dazu gehören Schummeln, Lügen, Diebstahl, Zündeln, Schule schwänzen, Stören des Unterrichts, Vandalismus, Gewalt, andere schikanieren, Mobbing, Tiere quälen, Ausreißen, verfrühte sexuelle Aktivitäten. Ein Traumkind, ne? Der Punkt, der die meiste Aufmerksamkeit erfordert, ist das engere Umfeld. Schon hier greift die Unfähigkeit, Mitgefühl zu empfinden. Die Unfähigkeit zu echten Gefühlen. Viele sagen nach der Tat, ich kann gar nicht glauben, dass der dazu fähig war. Die Fähigkeit des Psychopathen, den Eindruck anderer Menschen zu manipulieren, ist teilweise sehr, sehr fortgeschritten, sogar schon als Kind. Kinder mit menschlichen Defiziten werden im Heranwachsen in aller Regel schlimmer, nicht besser. Die meisten Menschen scheuen sich, den Begriff Psychopath auf Kinder anzuwenden, weil er diese diskriminiert. Ja, sicher. Doch die Erkenntnisse weisen leider klar darauf hin, dass die dissoziale Persönlichkeitsstörung schon bei kleinsten Kindern zu finden ist. Den meisten Eltern von psychopathischen Kindern war dies schmerzlich bewusst, dass es bereits schon schwerste Probleme vor der Einschulung gab. Diese Kinder blieben resistent gegen jeglichen Sozialisierungsdruck, zeigten sich wenig bis gar nicht beeinflussbar oder steuerbar, loteten ständig die Grenzen der Toleranzen aus. Allgemein waren sie schwierig, eigensinnig, starr, aggressiv und verlogen. Sie zeigten wenig oder nur gekünstelte Zuneigung, waren schwer zugänglich und oft nicht einmal verstehbar. Sie blieben ihrer Familie auf geheimnisvolle Weise fremd. In der Schule fielen sie durch ständige Renitenz auf, durch Wutanfälle, Aggressionen und waren eigentlich ständig in Schwierigkeiten. Dabei imponierte die Unempfänglichkeit für Tadel und Strafen. Weil die Diagnose psychopathisches Kind nicht getroffen wird, verliert man das eigentliche Problem vollkommen aus den Augen. Zumeist kommt es zu jahrelangen, schier endlosen Reihen von Fehlbeurteilungen und Fehlbehandlungen. In den fruchtlosen Versuchen herauszufinden, was bei diesem Kind und seinen Eltern nicht stimmt. Unser Problem dabei, das Fehlen wissenschaftlich anerkannter Verfahren und eine fragwürdige fachliche Praxis. Es ist eine wahnwitzige Klemme, in der wir da stecken. Einerseits wollen wir auf eine stigmatisierende Frühdiagnose verzichten, andererseits können wir die Augen aber auch nicht vor das Individuum und die Gesellschaft schädigenden Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen verschließen. Die Anzeichen des immer weiter fortschreitenden gesellschaftlichen Verfalls mit einer Akzeptanz von immer mehr Gewalt und eine dramatische Zunahme der Jugendkriminalität werden immer deutlicher. Wir können es uns nicht mehr leisten, das Auftreten von Psychopathie bei Kindern zu ignorieren. Dennoch verschließt die Mehrzahl der Bevölkerung die Augen vor der Realität. Psychopathische Kinder sind einfach zu gruselig. Wir ignorieren die Berichte über Kinder unter 10 Jahren, die heute zu Gewalttaten bereit sind, die bisher nur hartgesottensten Verbrechern vorbehalten waren. Wir ignorieren die sprunghaft wachsende Kriminalitätsrate, die überfüllten Gefängnisse, die überfüllten psychiatrischen Einrichtungen und die beispiellose Zunahme krimineller Aktivitäten. Bei Eltern von überführten Psychopathen kommt irgendwann immer die fassungslose Frage, was haben wir denn bloß falsch gemacht? Vielleicht ja nicht. Denn wir wissen ja nicht, warum Menschen zu Psychopathen werden. Wir wissen das immer noch nicht. Es ist eine Mischung aus biologischen und sozialen Faktoren. Aber generell ist nicht das Verhalten normaler Eltern für die Entstehung einer Persönlichkeitsstörung verantwortlich zu machen. Punkt. Das Elterliche spielt jedoch eine große Rolle bei der Entwicklung und Ausprägung des Syndroms. Es bestehen keine Zweifel, dass inkompetentes Verhalten
und ein ungünstiges Umfeld mögliche vorliegende Probleme negativ potenziert. Logisch, oder? Und daraus resultiert ein negativ abweichendes Sozialverhalten? Das ist die verhärtete Persönlichkeitsstruktur, die schon ganz zwangsläufig eine zerstörerische Bahn durch alle zwischenmenschlichen Bereiche pflügen wird. Weil es einfach nicht korrigierbar ist, dieses Verhalten. Sie reagieren gleichgültig. Ich muss halt jetzt auch mal an mich denken, ich nehme jetzt, was ich kriegen kann. Man macht es mir halt auch immer sehr leicht. Schuld sind wir. Bevor sie erwischt wurden, waren dieselben Menschen, wie sie danach sein werden, sagen die forensischen Experten total resigniert. Sie waren Psychopathen, sie sind Psychopathen und sie werden Psychopathen bleiben. Schön zu hören. Selbstverständlich liegen Welten zwischen kleinen moralischen Unebenheiten und kriminellen Energien. Warum ist das Gewissen bei ihnen schwach ausgeprägt oder gar nicht vorhanden? Es kann sein, dass sie kaum in der Lage sind, die emotionalen Reaktionen Angst und Besorgnis überhaupt zu erleben oder zu verstehen. Das sind die Reaktionen, die den Ursprung des Gewissens bilden, Angst und Besorgnis. Angst vor möglicher Bestrafung hilft normalen Menschen, dieses Verhalten schon im Kern zu unterdrücken. Bei Psychopathen hingegen greifen Strafandrohungen überhaupt nicht. Möglicherweise haben sie keine Erinnerungen an vergangene Bestrafungen, weil das in der Gehirnstruktur nicht emotional abgespeichert werden konnte. Außerdem handeln sie stets nur impulsiv und sind geistig gar nicht in der Lage, die Konsequenzen ihrer Aktivitäten im Voraus zu berechnen. Es besteht also kein Nachlernen. Sie haben natürlich auch keine innere Stimme, die mit emotional geladenen Gedanken und inneren Dialogen dem Gewissen ein Schuldbewusstsein verleihen könnte. Ja? Solche Menschen haben bezüglich der Wahrung ihres eigenen Vorteils weit eine großzügigere Wahl und Auslegung von Mitteln, Regeln und Tabus und Einschränkungen. Ja? Passt schon. Passt schon. Dr. Hare sagt aber, psychopathisch und kriminell ist eine unrichtige Schlussfolgerung. Wenn sie auffällig werden, decken ihre kriminellen Aktivitäten das gesamte Spektrum ab. Für Psychopathen sind Gewalt, Nötigung, Unterdrückung, Erpressung, Mord, Einschüchterung nur alles Instrumente, um zu bekommen, was sie haben wollen, zu Recht haben wollen, also legitime Methoden. Wo normale Menschen in aller Regel Gewalt nur einsetzen, wenn sie unter Affektdruck geraten, sind sie hinterher erschrocken und entsetzt über sich selber. Der vom Psychopathen verübten Gewalt fehlt jegliche emotionale Beteiligung und damit auch jede Schuld. Außerdem sucht er sich seine Opfer in aller Regel eiskalt und gezielt aus. Oder sie fühlen sich durch eigentlich belanglose Ereignisse darauf aufgefordert, jetzt handeln zu müssen. Normale affektierte Verbrechen richten sich zu 2/3 gegen weibliche Teilnehmer eines Haushaltes. Psychopathische Verbrechen richten sich zu 2/3 gegen fremde Männer. Etwa die Hälfte von Wiederholungsvergewaltigern und Psychopathen. Die Hälfte von Wiederholungsvergewaltigern sind Psychopathen. So. Sie leben sexuelle Fantasien, streben nach Macht und Kontrolle sowie sadistische Neigungen aus. Das Opfer nehmen sie hierbei nur als Objekt ihrer Befriedigung wahr. Sie halten sich für sehr mitfühlend, wenn sie bei der Vernehmung erzählen, dass sie dem mehrfachen Vergewaltigungsopfer einer alten Dame, die Post austrug, jedes Mal sorgsam die Aktentasche unter den Kopf gelegt hatten, damit sie bequemer lag auf dem Gehsteig. Psychopathen beiderlei Geschlechts entwickeln eine große Wahrscheinlichkeit, aggressiv und gewalttätig zu werden und verüben mehr als doppelt so viele Handlungen, die aggressiv und gewalttätig sind, wie alle anderen Kriminellen. Psychopathen sind in den Gefängnissen mit jedem 5. Insassen bei normalen Verbrechen und bei schweren Verbrechen mit jedem 2. Insassen proportional wirklich hoch vertreten. Jeder 2. Insasse eines Schwerverbrechens ist ein Psychopath. Ja, passt aber, oder? Passt. Eigentlich komisch, dass es nur jeder 2. ist und nicht jeder. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das dann richtig erforscht ist, ob das tatsächlich, ob sich die Gefängnisse wirklich die Mühe machen, die Psyche aller Schwerverbrecher dann noch einmal zu beleuchten oder zu durchleuchten, weil die sind weggesperrt.
Ich glaube, dass alle Menschen, die wirklich schwere Verbrechen am Besitz und an der Gesundheit anderer vollziehen, Psychopathen hoffentlich sein müssen, weil sonst wird es echt gruselig, wenn normale Menschen sowas tun. Nein, das ist gar nicht möglich. Das ist gar nicht möglich. Das müssen Psychopathen sein. Ja, man kann sie schlecht erkennen, identifizieren oder verstehen. Ja, oder an ihrem Tun hindern. Genau. Psychopathen sind notorisch therapieresistent. Die meisten Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen bleiben lebenslang erhalten. Wachstum, Reife und Erfahrung bilden keine bedeutsamen Faktoren für die Entwicklung der kranken Wesensart. Persönlichkeit von Psychopathen ist wie in Stein gemeißelt. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass irgendeine fundamentale Änderung herbeigeführt werden könnte. Sie mögen versprechen, sich zu bessern, werden aber können das nicht tun. Und ich glaube auch, dass sie es nicht wollen. Weil sie haben ja kein Schuldbewusstsein, sie haben ja kein Einsehen, ihr Verhalten funktioniert. Ja, jetzt sind sie halt erwischt worden, da müssen sie ein bisschen besser werden, ne? RDH sagt, die asozialen und kriminellen Aktivitäten von erwachsenen Psychopathen sind letztlich nur die Fortsetzung der Verhaltensmuster, die sie schon in der Kindheit gezeigt haben. Die kriminellen Aktivitäten von gewissenlosen Psychopathen bleiben auf einem hohen Niveau, oft bis ins hohe Alter, wenn sie vielleicht auch weniger aggressiv erscheinen. Ja, klar, da geht auch immer die Kraft aus den Knochen, ne? Du kannst ja nicht alle töten, ne? Du kannst sie nicht alle töten. Irgendwann ist die Kraft weg. Ein Rückgang der Straftaten bedeutet keine Änderung der Rückfallquote und ist im Durchschnitt bis zu dreimal so hoch wie die Quote normaler Straftäter. Die Tatsache kommt hinzu, dass nicht weniger eine durchaus beeindruckende Intelligenz und beeindruckende Rhetorik aufweisen. Psychopathen gibt es zuhauf, auch in der gehobenen Sparte, bei Ärzten, Rechtsanwälten und sogar Psychiatern. Am meisten in der Finanz. Das verunsichert uns, da diese Berufe eigentlicher Sicherheit vor genau solchen Leuten vermitteln sollte. Sie können sich aber durch ihr Auftreten und ihre Beziehung das Vertrauen anderer erschleichen und ihnen von Haus aus vertrauenswürdig erscheinen, alleine weil sie so einen tollen Beruf haben. Haben sie das Vertrauen ihrer Opfer erst einmal gewonnen, missbrauchen auch sie es mit der gleichen Gefühlskälte. Es ist heutzutage überall nachlesbar, wie gerade solche Menschen pfeilgrad aufsteigen, steil und unaufhaltsam. Dabei liegen ihre Fähigkeiten besonders darin, das Management geschickt zu manipulieren. Sie können reden, sind charmant, selbstsicher, treten selbstbewusst auf, sind belastbar und einsatzwillig. Im Hintergrund haben sie keine Angst, bei irgendwelchen Tricksereien erwischt zu werden. Sie sind kaltblütig und kaltschnäuzig. Sie agieren völlig skrupellos. Und das findet man heute irgendwie schick. Ja? Selbst nachdem sie erwischt worden sind, machen sie weiter, als wäre nichts passiert. Das kann sogar die Ankläger verwirren. Insbesondere diese Belastbarkeit macht den Unterschied. Die Befürchtungen und Abwehrstrategien sind eine ungeheure Zusatzbelastung für Normalsterbliche und denen ist man dann irgendwann überhaupt nicht mehr gewachsen. Ja? Ein Psychopath ist aufgrund seiner fehlenden Gefühle und Schuldeinsicht wie ein mentaler Panzer und überrollt alles und jeden auf seinem Weg. Herr sagt, für solche Individuen ist der Profit so enorm, sind die Regeln so weich, ist die Kontrolle so nachlässig, dass er sich für dumm erklären müsste, wenn er da nicht zugreifen würde. Und das ist eine traurige Tatsache, dass wir alle potenzielle Opfer sind, immer, jederzeit, überall. Nur wenige sind so gute und sensible Menschenkenner, dass sie nicht auf die Intrigen eines geschickten und entschlossenen Psychopathen hereinfallen werden. Es gibt heutzutage allein im Finanzwesen so viele bequeme Nischen, in denen solche Menschen unfassbar lange ungesehen operieren, zu ihren Gunsten, zu anderer Leute Schaden. Wer da doch mal erwischt, sind die Strafen oft einfach lachhaft, ja, siehe Bauluse Schröder, ja, und anderes Kaliber, die treten alle im Fernsehen auf und protzen darum. Gerade das Hochmaß an sozialer Unangepasstheit, das ist ein Vertrauensträger besonderer Art, der psychopathische Ehemann, ja, der seine häusliche Gewalt meistens unsichtbar von anderen ausagiert.
Untersuchungen in Angelsachsen sind zu der Erkenntnis gekommen, dass unter ihnen etwa ein Viertel Psychopathen sein müssen. Dabei jedoch wird eingeräumt, dass die möglicherweise mindestens doppelte Anzahl gar nicht sehr abwegig ist. Lach, die haben das überhaupt noch nicht begriffen. Männer, die sich gewaltsam an ihren Ehefrauen ausagieren, sind keine normalen Männer. Das sind Psychopathen. Das sind alles Psychopathen. Professor Herr sagt, unsere sozialen Institutionen sind durch explodierende Kriminalitätsraten bedroht. Unsere Justiz, unsere Psychiatrie und der Strafvollzug ist vollkommen überlastet. Es ist unumgänglich, dass wir Methoden finden, den durch Psychopathen angerichteten enormen gesellschaftlichen Schaden einzudämmen. Und es setzt noch einen drauf. Mit nur wenigen Ausnahmen haben sich die herkömmlichen Formen der Psychotherapie leider als vollkommen nutzlos erwiesen und eine effektive Therapie ist immer noch nicht bekannt. Besser gesagt, nichts hilft. Prima. Und das wird auch so bleiben, weil wenn eine Therapie eine aktive, positive Mitwirkung des Patienten benötigt, ist er bei den Psychopathen an der falschen Adresse. Die sind nicht der Meinung, dass sie Probleme haben oder erzeugen und sehen daher auch keinen Grund, ihr Verhalten zu ändern. Denn sie wollen sich ja auch gar nicht ändern. Sie haben keine Reue, sie besitzen keine Fehler und sie erleben kein persönliches Leid. Viele finden ihr Verhalten rational, zeitgemäß, befriedigend. Mehr noch, sie halten sich für überlegen, um zu ihrem Recht zu kommen. Psychopathen sind völlig stabile Individuen, die eine starre Persönlichkeitsstruktur besitzen und das, was ich eben narzisstische Resilienz nenne. Sie suchen sich keine Hilfe und sie kooperieren nur zum Schein, weil sie zu emotionaler Intimität und Reflexion ja völlig unfähig sind. Wenn überhaupt, verkaufen sie scheinbare Einsichten für Entschuldigungen. Schlechtestenfalls halten sie die Therapie für einen Witz und den Therapeuten für ein Objekt, mit dem man üben sollte, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Herr macht noch auf eine Gefahr aufmerksam. Psychopathisches Verhalten verstärkt sich durch die Behandlung noch. Die meisten Therapieprogramme erreichen nur, dass Psychopathen Entschuldigungen und Rechtfertigungen für ihr Fehlverhalten und neue Erkenntnisse über menschliche Schwächen bekommen. Sie erlernen Taktiken, andere davon zu überzeugen, dass sie sich geändert haben. Häufig machen sie Gebrauch von Fortbildungen im Gefängnis, Psychologie, Soziologie, Kriminologie, Rechtskunde. Dadurch wird jedoch ein Zuwachs an negativen Fähigkeiten erreicht und ihr Manipulationsinstrumentarium wächst ins Unermessliche. Man ist dazu übergegangen, Programme für Psychopathen nicht mehr auf abzielendes, fehlendes Mitgefühl oder Gewissen auszubilden. Ja, wo nichts ist, ne? Wo willst du hin therapieren? Die Betreffenden werden mittlerweile versucht zu überzeugen, dass ihre Einstellungen nicht zu ihrem eigenen Besten dienen. Ja, Witz, komm raus, du bist umzingelt. Das ist totaler Käse, ja? Weil ihre unangepasste Art hat es ja gerade geschafft, sich schadlos beschaffen zu können, was sie möchten. Das sind sie halt nur gefloppt, weil sie mal einmal sich nicht sehr clever verhalten haben. Da muss man einmal ein bisschen cleverer sein und dann läuft das schon, ja? Also sie handeln ja schon lebenslang nach bestem Interesse. Jetzt möchte man sie dazu bringen, dass sie das lassen. Sondern, dass sie ihre Bedürfnisse befriedigen und andere dabei auch noch nicht schaden und mitnehmen und ein Teil der Gesellschaft sind. Das ist zum Lachen. Warum sollten sie das tun, wenn es tausendfache einfacher ohne den Bums geht? Warum sollen sie einen Preis bezahlen, wenn sie fabelhaft umsonst an die Beute kommen? Und es ist sogar noch lachhafter, wenn man überlegt, dass nach der Entlassung dann erzwingend eine strikte Kontrolle erfolge. Es sei aber, so die Experten, keine Zeit zum therapeutischen Nihilismus. Sie wissen aber, vor einem Psychopathen muss man sich in Acht nehmen. Es dürfte keinen Krankheitsbegriff geben, der negativer eingeschätzt wird als eben dieser. Psychopathen sind ein Rätsel und sie werden es bleiben. Und das trotz klinischer Studien von über einem Jahrhundert und konkreter wissenschaftlicher Forschung aus mehreren Jahrzehnten. Es gibt nur eine mögliche Therapie, nie mehr auf so einen Irren reinzufallen. Und das heißt, man muss sich so trainieren, dass man jederzeit schnell merkt, mit wem man das da zu tun hat. Sicher ist vor psychopathischen Übergriffen niemand, aber es kann jeden jederzeit treffen, wenn er sich nicht auskennt. Und sie sind ja mittlerweile häufiger vertreten, als man ahnt.
Nur durch Wissen kann man das Risiko verhindern, auf sie reinzufallen. So. Und das mache ich in einem neuen Stream, das Waffenarsenal eines Psychopathen. Jetzt ist mein Mund trocken. Bis gleich. Tüdelü.